Lampukistan Gaming ist hier mit einer neuen Folge aus den Wonderlands. Wir haben in der letzten Folge diese Nebenquests hier abgeschlossen und die gehen immer noch weiter. Wir müssen einen Kobold-Lendenschurz finden. Mal gucken, ob wir das schaffen. Boah, geht das kaputt? Da muss doch irgendwas. Oh oh. Irgendwas ist hier hinten, da kritisch. Unser Pilzbuddy arbeitet schon. Oha, die Kobolde. Ich muss durchhalten! Ja, komm, mach doch was. Wo ist jetzt der. Hä? Wo ist jetzt der Kobold hin? Hingepackt. Also. Zack, mit der Axt, Leute. Hier ist der Questmarker auf der Seite. Das sind normale Dorfbewohner. Wo müssen wir denn hin? Da links runter. Hier dann. Oha, da unten kommen auch welche raus. Badass Kobold Bombast. Oha, Alter. Alter, was hat er denn für eine Waffe da unten? Okay. Das ist halt. Oh, das ist auch Lebensraub, oder? Regeneriert Gesundheit über Zeit. Wir nehmen das mal mit. Das ist tatsächlich mal ein Zauber, den ich mir angucken möchte. Abriss des Muscles. Was können wir hier machen? Okay. Lassen wir mal drin. Mal checken, wie das Ding aussieht bei den Gegnern. Oh. Waffenkiste. Das ist ein. Ist das ein Snipergewehr? Nee. Immer dieses Reinspawnen von unserem Pilzdude. Eines Tages will dieser Lord, dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord, sagte ich. Ich stehe vor der Sonne auf und schufte endlos in der drückenden Hitze. Nach meinem Tagwerk taumle ich geschunden und verbrannt ins Dreck und Schmeck, um einen Humpen Limo und ranziges Brot zu genießen. Dann geht's ins Bett und alles fängt wieder von vorne an. Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords, aber ich bin mein eigener Herr. Moment, das stimmt ja gar nicht. Hey, meine Bauernbrüder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist! Nieder mit den Lords, sage ich! Rebellion! Wer macht mit? Oh, Kobolds Axtwerfer. Ich hab dich schon immer. Die Waffe ist eigentlich auch ganz geil, ne? Dieses Sword Rifle. So, wir wollten ja mal noch den Magic Shit ausprobieren. Oh, der ist. Oh, cool, okay.
Wer ist er hier? Kobold Flammenreiter. Okay, oh, noch einer. Donnerrufer. Warum sind die so schnell? Oha, was ist denn jetzt los hier? Mega Action. Die haben gefährlichen Magic. Also ich glaube, das macht die Gegner noch mal gefährlicher in diesem Spiel. Das hier müssen wir aufnehmen, oder? Kobold Lendenschutz. Such dir den abscheulichsten Lendenschutz aus, den du finden kannst. Unser Kobold muss der Beste aus dem Wurf sein. Ja, wenn die Gegner jetzt noch zaubern können, statt hier ein bisschen hier mit vereinzelten Granaten mal ein bisschen zu schmeißen, das wirkt für mich ein bisschen gefährlicher. Hier muss noch irgendeiner sein. Finden Sie den? Hier ist er. Aber wir müssen erst die Gegner beseitigen. Okay, packen das Ding mal. Jemand wird sich rächen. Nochmal einen Lendenschurz finden, den feuchtesten, den schmutzigsten und so weiter haben wir jetzt schon gefunden. Jetzt, oh, Troll. Hat er sich gerade verpisst? Das ist er doch da, oder? Was ist das denn? Rummel der Stinker. Halt, stopp. Ja, shit, der verpisst sich. Versucht den irgendwie. Gibt's nicht. Haben wir ihn eingefroren? Ja. Alter Schwede. Sollen wir... Wo müssen wir hin? Jetzt wie irgendwas schießt noch? Lassen wir unseren Pilzbuddy machen. Kann man hier jetzt quasi eine Schnellreise? Sollte eigentlich relativ schnell gehen innerhalb dieser Stadtmauern. Yep. Okay. Ein paar Sekunden Weg gespart. Oh, was ist das hier? So, nur eine Kiste, okay. Alles klar, dann geben wir das Zeug mal ab. Perfekt verschmutzt. Das ist der Dünger, aus dem Romantik erblühen wird. Nur einen Moment. Erledigt. Und jetzt locken wir einen Kobold an. Lass den Moschusduft frei. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Was für ein Exemplar. Glornisch. Eine Koboldin. Hübscher Name. Glornisch. Und jetzt die Punkte. Im alten Labor gibt es ein paar Farbstoffe. Ah ja, nur so als Warnung. Das alte Labor ist bis unters Dach gefüllt mit Fallen. Vielleicht solltest du vorsichtig sein. Was mache ich eigentlich hier? Ich habe etwas so köstlich Fauliges gerochen. Aber hier gibt es keine sexy Kobolde. Okay, Alter. Du bist hier im Namen der Liebe. Wir müssen jetzt nochmal weiter. Wo ist die Karte? Hier müssen wir direkt hin ins Labor. Oh, da müssen wir mit dem Katapult wieder hin. Na gut. Wir tun nochmal ein bisschen
Tuten tun, bis hier Munition auffüllen. Und dann gehen wir da hoch. Kommen wir da so hoch? Jo. Turm der Ehre. Noch sind wir nicht im Turm. Das ist ja alles noch hier außen bereich. Boah, okay, der Zauber ist geil. Fenrohr-Spion. Mein Fußknochen passt genau auf deine Knochen. Meine spröden Knochen. Schon bekannte Anpassung. Okay, das lassen wir einfach liegen. Oh. Oh. Oh, das feuert immer. Okay. Oh. Na, nur Munition. Ich hab sie nicht mehr alle. Meine Erinnerungsschüsse. Was ist das denn? Hilfst du mir, sie zu finden? Ich war auch mal eine Heldin. Glaub ich. Was? Was ist das denn? Was war das denn hier? Was ist das für ein Teil? So ein Riesenei? Wir gehen erstmal hier lang. Alter! Hier lang. Hier gibt es nämlich noch Loot. Loot, Loot. Sollen wir grün überhaupt noch? Oh ja, 71. Ich glaube, das ist richtig gut. Die nehmen wir mal mit. Ah, die hat nur... Was ist das? Die hat nur einen Schuss? Explodiert das? Kontaktdings? Wie heißt das hier? Oh, fuck. Nächste Falle. Ja, okay. Hier ist nichts mehr. Wir gehen hier durch. Oh, wieder Falle. Oh, okay. Unten durch. Oh, ihr Helden kriegt ein Blut zum Kommen abgesammelt. Ich könnte auch das Schöne. Achso, nee, wir wollen ja die Waffe jetzt nochmal kurz austesten hier. Ja, nee, wo müssen wir hin? Ah, hier ist das Item. Erst wird gelootet. Genau, was du denkst. Diese Besessenheit von Alma ist ungesund. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich weiß einfach, dass du es denkst. Haben wir nochmal so ein Echo-Log? Diebische Gedanken. Okay, kein Audio. Dann ist es was zum Mitlesen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Jo, okay. Man hätte jetzt schon gern noch mal kurz einen Gegner, ne? Damit man das ausprobieren kann. Aber gut. Das Färbemittel. Schnell. Nur ein Tupfer und... Ups, die ganze Flasche verbraucht. Und naja... Es hat geklappt. Sie sieht gar nicht so übel aus. Für eine Koboldin. Also, wie schenke ich diesem Wicht eine poetische Zunge? Ah, geht zum Friedhof der verlorenen Baden. Sei vorsichtig.
Du gehst zu einem Ort, wo Dutzende Barden während eines Poesiewettbewerbs starben. Der Legende nach können sie schreckliche, den Geist vernichtende, dunkle Magie wirken. Bekannt als Prosa-Dichtung. Okay, dahin werden wir uns in der nächsten Folge von Tiny Tinas Wonderlands begeben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.